Herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu Let's Play Gothic 2. Wir sind im Lager der Wassermagier und ich glaube, so langsam werden wir uns mal Richtung Adanos oder Adanos Tempel, ist das richtig? Ja, zu diesem komischen Tempel halt da. Na, zurück. Heiltränke brauen. Ich mache mir nochmal 5 Extrakte der Heilung, wenn ich noch das Zeug dafür habe. Fertig. Wunderbar. Und jetzt bin ich ausgestattet mit der Krieger-Collection an Ringen und Amuletten. Ich habe Heiltränke und ich habe Bock, Freunde. Ich habe Bock drauf. Ich habe Bock drauf, dem Scheiß-Raven nochmal eine Tracht Prügel zu verpassen. Genauso wie Bloodwyn. Der Spaß ist vorbei, Freunde. Der Spaß ist jetzt Feierabend. Jetzt nicht mehr lustig hier, der lustige Ruckel. Jetzt der ernste Ruckel. Ja, jetzt ist finito. Ende. Schicht im Schacht. Ja, wie man so schön sagt. Ja. Bis hierhin und nicht weiter, Freunde. Nun ist gut. Ja. Fallen mir noch mehr Sprüche ein? Ich weiß es nicht. Das war's. Das soll es gewesen sein. Scheiße, hier sind wieder neue Blutfliegen gespawnt. Oh, fuck. So. Vergiftet mich bitte nicht. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich bin schon lange vergiftet wahrscheinlich. Scheiße. Fuck. Ah. Na gut, so viel Schaden machen die nicht. So, was willst du? Komm her. Doch, jetzt bin ich vergiftet. Ist aber nicht viel. So, die Stachel kann ich rausnehmen. Aber das Sekret halt nicht. Aber wie kriege ich denn... Moment mal, ich habe jetzt 4 Stachel. Ging das vielleicht... Geht das trotzdem mit dem Stachel? Muss ich vielleicht nicht erst lernen, das Sekret rauszunehmen? Weil... Fuck. Weil ich habe ja jetzt 4 Stachel und ich habe es ja vorher versucht. Das ging ja nicht, weil ich die Stachel nicht hatte. Beziehungsweise das Sekret nicht. Versteht ihr jetzt, was ich meine? Vielleicht geht's jetzt halt. Alter. Ja, du Biester. Natürlich. Mann! Na also. Jetzt bin ich vergiftet. Fuck. Oh, oh, oh. Alter, mein Leben. Ja, jetzt ist gut. Es ist gut. Na, Sancho? Was gibt's Neues? I'm walking on Sancho. Ich hab Franco umgelegt. Sauberer. Aber jetzt haben wir diesen Carlos am Hals. Mit dem... Okay. Ja, gut. Bandit. Nicht so wichtig. Okay, ich gehe erstmal pennen. So gehe ich jetzt in den Tempel. Nee, wie lacht Peter immer? Lacht er nicht so? Ich kann das gar nicht. So. Okay, Carlos. Ich gehe erstmal pennen. Oh Mann, ich hoffe, das wird was. Ich habe die Steintafeln am Start. Schlafenszeit bis zur Morgendämmerung. Du hast geschlafen und bist ausgeruht. So. Guten Tag, Ramon. Ich habe nichts Besonderes vor, beachtet mich gar nicht, geh nur in den Tempel. So, aber bevor wir das machen, ich will noch ganz kurz probieren, ob das jetzt vielleicht geht mit dem... Was braucht man dafür? Nee, das war's doch. Genau. 2 Blutfliegenstacheln. Dazu gibt man einen Mana-Extrakt sowie eine Essenz der Heilung. Roten Tränenpfeffer habe ich gesammelt. Essenz und Extrakt. Essenz der Heilung habe ich. Eine. Und Mana habe ich auch. Okay. Dann müsste das doch jetzt vielleicht klappen. Hui.
So, alchemietisch. Zurück. Spezielle Tränke brauen. Elixier der Geistfänger. Fertig. Oh mein Gott, es hat geklappt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Fortuna, erzähl mir alles. Koakalom, er war nackt. Und er wollte mich mitnehmen in den Tempel des Schläfers. Zu einem... Sektengangbang. Fortuno, hier. Es wird alles gut. Ich habe einen Trank für dich. Das wird dir helfen, dich zu erinnern. Ich vertraue dir. Ja. Merkst du was? Und? Ah, ich erinnere mich wieder. Jetzt sehe ich... Adanos, steh mir bei. Was habe ich getan? Ja, keine Ahnung. Ja, was hast du getan? Und vor allem, was hat Raven getan? Ich habe ihm geholfen, Kontakt aufzunehmen zu ihm. Ach scheiße, das ist jetzt wahrscheinlich. Er wollte verschiedene Elixiere. Ich braute sie ihm. Er hat versucht, das Portal zu öffnen, um in den Tempel zu gelangen. Wieso? Was will er in dem Tempel? Ein mächtiges Artefakt. Es liegt begraben, zusammen mit dem, der es einst trug. Ein großer Krieger, der ihm verfallen ist. Und weiter? Wir konnten das Portal nicht öffnen. Aber Raven war sicher, dass er es könnte, wenn er die Gruft des Priesters ausheben lässt. Deshalb brachte er die Sklaven her. Opfer, die er zwingen konnte, dort zu buddeln, wo die Mächte der Zeit ruhen. Gruft des Priesters? Die Ruhestätte eines Adanos-Priesters. Sie liegt in der Mine. Ich erinnere mich auch an die Steintafeln. Er glaubte, dass sie ihm den Weg zeigen würden. Und als er die Schriftzeichen darauf entziffern konnte, brauchte er mich nicht mehr. Er hat einen Zauber des Vergessens auf mich gewirkt und du hast mich befreit. Jo, kein Ding. Ich hab's nur für die Erfahrungspunkte gemacht. Hier. Ich habe Sumpfkraut für dich. Kannst du haben, Junge. Ach, hier, nimm alles. 30 Gold, was? Ich hatte nur 3 Stück. Shit. So, okay, wir haben, ich meine, das wussten wir alles, aber ich bin jetzt erstmal beruhigt, das haben wir jetzt auch abgeschlossen. Es geht nur um die Erfahrung, Freunde. Das wird sich nie ändern. Das ist doch nichts Neues. So. Jetzt wird es aber mal Zeit, Freunde. Ja, ich habe ja heute noch was vor. Eine Kleinigkeit. Puh. Ich bin echt gespannt. So, ich will mal ganz kurz mir erstmal, bevor wir jetzt da reingehen, nochmal die Steintafel angucken. Violette Steintafel. Quahodron war es auch, der mit der Hilfe von Kadimon das äußere Tor zum Tempel versiegelte. Keiner von beiden hat das Ritual überlebt. Nur ich blieb zurück, um von den Ereignissen zu erzählen. Ich hoffe, dass Rademus für alle Zeit im Tempel verrottet. Gut, das ist nicht wichtig. Jetzt ist auch die Tafel auf einmal woanders. Hier steht nichts Neues. Kadimon ersann die zweite Falle und nur der, der den Weg des Lichts bis zum Ende geht, wird die dritte Kammer erreichen. Die zweite Falle. Okay, ich muss mal mit der ersten anfangen, damit ich weiß, worauf ich mich da einlasse. Gelbe Steintafel. Hier steht nichts Neues. Ich, der sich gegen den Entschluss der drei gestellt hatte, erbaute die erste Falle und nur ich kenne die richtige Pforte. Ach so, hier, das ist ja... Ne? Ich komme da, ich bin da überhaupt nicht bei dieser Story überhaupt nicht dahergekommen. Ist vielleicht scheiße jetzt, sollte mich vielleicht interessieren, aber ey, ganz ehrlich, wir kriegen das auch so hin. Rademus ist der Sohn von Quahodron, ne? Das ist der sich der Schlingel, ne? Auf den sich mit hier der Raven gerufen hat. Saturas ist uns gefolgt. Okay. Erstmal ganz wichtig, speichern. Und jetzt lesen wir die Worte. Jehedra Akanta. Geh auf, Tür. Jehedra Akantar. Raven!
Ich bin dir auf den Fersen, Raven. Okay. Hier sagt er uns schon mal nicht weitergehen. Wir haben hier ein Symbol mit einem Schlüssel. Hier sind drei Steinwächter, ein Blitz, eine Sonne, ein Schlüssel und die Stacheln. Wie war das ich, der ich mich gegen die... Jetzt auch hier. Hier steht ich, der sich Neues. Gegen den Entschluss der drei gestellt hatte, erbaute die erste Falle und nur ich kenne die richtige Pforte. Also ich könnte es jetzt so machen, dass ich immer speichere und einfach jeden Knopf probiere. Aber das ist natürlich blöd. Bisschen muss ich auch nachdenken. Aber... Ich meine, das hatten wir ja auch auf dem Zettel. Ach nee. Ich glaube, da bringen uns jetzt meine Notizen auch nicht weiter. Bogenschützen, Steintafel des Quaudron. Was ist das? Ja, ich glaube, da bleibt mir nichts anderes übrig. Also das drücke ich nicht, da kommen wahrscheinlich die Stacheln runter. Der Schlüssel. Ich weiß nicht, da drüben ist ja auch das Schlüsselsymbol. Ich probiere jetzt einfach mal den Schlüssel. Ja gut. Da kommt auch das Gitter runter. Ja, aber ganz ehrlich, ich habe nicht aufgepasst. Ich muss das jetzt so machen. Tut mir leid. Könnte vielleicht das mit den drei Figuren gemeint sein. Ich meine, er, der sich gegen die drei Kollegen da gestellt hat, sozusagen, erbaute die erste Falle. Vielleicht hat das damit was zu tun. Und jetzt hier oder was? Hä? Gibt es vielleicht noch einen anderen Hinweis auf die erste Falle? Oh, warum sind diese scheiß Steintafeln immer so blöd sortiert? Blaue Steintafel. Das kenne ich schon. Kardimon ersann die zweite Falle und nur der, der den Weg des Lichts bis zum Ende, bla bla bla, violette Steintafel. Hier steht. Quadron war es, der auch mit der Hilfe von Kardimon also zum Tempel, wie keiner von ihnen hatte. Hä? Ach hier, rote Steintafel. Das kenne ich. Wir, die letzten drei Anführer des Rates der Fünf, haben die Kammern des Tempels mit Fallen versehen, um den Eingang. Und den Eingang versteckt, auf dass das Schwert nie wieder das Tageslicht erblickt. Die dritte Falle wurde von Quaudron erbaut und nur er weiß, wie man die Pforte öffnet. Was muss ich denn jetzt hier tun? Das sind ja auch gar keine Hinweise. Einfach gesagt, ja, ich weiß, wie die Falle, nur ich weiß, wie die Falle. Ja, und? Was bringt mir das jetzt? Muss ich den irgendwie beschwören? Kann ich die beschwören? Die drei Kollegen, oder was? Ja, aber wie denn? Die Klaue Belias, Tempel Adonis, ja. Die Kammern des Tempels. Quaudron erwähnte die Kammern des Adonis und dass ich... Ich muss unbedingt herausfinden, was es damit aus sich hat. Tempel Adonis haben die Herrscher von Jakan der drei Kammern voller tödlicher Rätsel erstellt, die alle Eindringlinge aufhalten soll. Die farbigen Reliquien der Erbauer sind der Schlüssel dazu. Satoras schickt mich mit den fünf Reliquien der Erbauer in den Tempel Adonis, um die Kammern zu überwinden und Draven aufzuhalten. Ja, gut.
Die bringen mir halt nur wenig. Und was sind das hier für Türen? Alter, es geht ja schon gut los. So, hier ist ja sonst auch nichts. Fuck, ey. Ich muss dann jetzt einfach was drücken. Keine Ahnung. Ein Traum. Muss ich die irgendwie beschwören? Aber ich habe ja keine... Aha, okay, das funktioniert schon mal. Das hat nicht funktioniert. Muss ich irgendwie vielleicht vorher nochmal zu einem Wassermagier und die fragen? Also den fragen? Dann vielleicht den Schlüssel? Nee. Weil da steht ja nur, er weiß, wie man da reinkommt. Und hier habe ich ja echt überhaupt keinen Hinweis darauf, wie man das Rätsel lesen muss. Pff, Freunde, ey. Ich glaube, ich gehe gleich nochmal zu den Wassermagiern. Gibt es an den Wänden irgendwelche Hinweise? Nö. Aber ich hatte ja auch mit den Wassermagiern soweit. Ich weiß nicht, ich gehe nochmal schnell zurück. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich die Kollegen erst beschwören muss und die mir dann irgendwie sagen, wie ich da durchkomme. Aber das ist auch, weißt du, in der einen Falle, in der zweiten oder so, da ist ein Tipp, wie man da durchkommt. Und in den anderen beiden steht ja nur, die wissen. Aber den Quahodron, den kann ich ja nun auch nicht mehr beschwören. Weil nur Quahodron weiß, wie man da durchkommt. So, grüne Steintafel. Das kenne ich schon. Die dritte Falle wurde von Quahodron erbaut. Und nur er weiß, wie man die Pforte öffnet. Das kenne ich schon. Wir, die letzten drei Anführer des Rates der Fünf, haben die Kammern des Tempels mit Fallen versehen. Und ja, bla bla bla. Quahodron war es auch, der mit der Hilfe von Cardimon das äußere Tor zum Tempel versiegelte. Keiner von beiden hatte das Ritual überlebt, nur ich blieb bla bla bla. Uninteressant. Ach Mann. Blaue Steintafel. Das kenne ich schon. Cardimon ersann die zweite Falle und nur der, der den Weg des Lichts bis zum Ende geht, wird die dritte Kammer erreichen. Das ist mal ein Tipp, womit du was anfangen kannst. Ich, der sich gegen den Entschluss der drei gestellt hatte, erbaute die erste Falle und nur ich kenne die richtige Pforte. Ja, ich hab die Pforten noch nicht mal auf. Ich check das nicht, aber ich muss sie doch auch nicht beschwören, oder? Kann ich hier noch irgendwas lesen? Nee. Ich probiere das jetzt mit den Knöpfen durch, ganz ehrlich. So. Aber ich habe die Knöpfe ja schon durchprobiert. Hä? Ach so. So. Hier. Nummer 1. Nummer 2. So, Schlüssel ist falsch. Eins, komm, Junge, mal auf. Nummer 2. Jetzt mal das, Nummer 3.
3 Stacheln und Sonne. Keine Ahnung, ohne Scheiß, ob ich die jetzt erst beschwören muss. Ich weiß es nicht, Freunde. Ich gehe jetzt einfach hier lang. Fuck, ich speichere hier mal. Oh fuck, warum geht das wieder zu? Lass mich durch! Mal auf, Ingrid! Hallo? Dunkelpilz, also hier sind doch... das habe ich mir fast gedacht. Oh Gott, wie viele sind das denn? Oh shit. Oh, 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 oh. Scheiße. Fuck, 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 fuck. Okay, okay. Ich brauche eine Taktik. Ich brauche eine Taktik. Einer steht zurück. Das ist ganz gut. Die sind nur zu zweit. Immer drauf auf den einen. Jetzt du. Fuck, warum kann der so oft zuschlagen? Fuck, ey. Okay, jetzt du. Na komm her. 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 Oh fuck. Na komm her. Na komm her, du kleiner Pisser. So, die Kollegen haben wir umgehauen. Alter, jetzt wäre ich aber müde. Aber Freunde, es ist gerade so spannend. Raven, ich kann nicht riechen. Hier komme ich her. Da komme ich nicht durch. Da komme ich nicht durch. Was muss ich jetzt tun? Oh, der Heiltrank. Sehr gut. Essenz der Heilung. Rostiges Schwert. Wo geht's denn hier zum Beispiel lang? Alles klar, und ich habe nicht gespeichert, oder? Fuck. Natürlich nicht. Komm, mal auf. Ah, guck mal, so kann ich die auch einzeln unboxen. So. Nummer 1. Nummer 2. So, und Nummer 3. Aber woher weiß ich denn jetzt welche... war das am Anfang schon die erste Prüfung? Ich komm hier nicht. Ich check das nicht. So, ich komme ja wieder raus. Ich speichere nochmal. Keine Ahnung, Freunde. Dunkelpilz, Dunkelpilz. Speichern. Ich gehe mal in den langen Gang. Der hier war das, ne? Ja. Let's go. Einfach durchrennen. Das war's nicht. Alter. So, ist das jetzt schon die Prüfung? Wir gucken uns mal die Tore an.
Dreieckige Augen, viereckige Augen, dreieckige, viereckige, dreieckige. Hier ist gar nichts mehr. So, woher soll ich jetzt anhand meiner Steintafeln wissen, wo ich reingehen muss? Ich check's nicht. Der Weg des Lichts, das aber wäre dann die zweite Prüfung. Den Weg des Lichts bis zum Ende. Hier ist überall Licht drin. Ne? So stand's doch da. Guck mal, was stand hier auf der Tafel? Das kenne ich schon. Er baute die erste Falle. Wo waren jetzt die zweite? Hier steht nichts Neues. Hier, ich glaube, rot war das. Das kenne ich schon. Nein, okay, dann grün. Das kenne ich schon. Nein. Ich, der sich gegen den Endschutz. Hä? Oh Mann, Alter, ohne Spaß jetzt. Holy shit. Das kenne ich schon. Was ist das? Kaste der Krieger hatte den Zaun und sogar der beschworen. Dem ist der Nachfolger von gemeint. Nicht wichtig. Verdammt! Hier steht nichts Neues. Wo ist denn jetzt die. Sag mal. Uninteressant. Kardimon ersann die zweite Falle. Und nur der, der den Weg des Lichts bis zum Ende geht, wird die dritte Kammer erreichen. Ist das jetzt hier die erste Kammer? Alter, ohne Scheiß, ich gehe jetzt einfach durch, weil... What the fuck? Es bleibt mir nichts anderes übrig. Ich sehe gerade... Ich muss das jetzt so machen, weil ich sehe gerade echt nicht den Sinn dahinter. War das jetzt die erste... Ich weiß es nicht. So. Das sind Felder, auf die ich wahrscheinlich... fuck. Oh Gott, wann hab ich gespeichert? Ich glaube, hier vor dem Eingang. Ja gut. Naja, also. Was soll ich sagen, Freunde? Es ist, wie es ist. Ich muss das jetzt so machen. Ich hätte da jetzt noch bis zu der letzten Platte, wie... Also das scheint jetzt hier die zweite Falle zu sein. Ich komme wahrscheinlich nicht mehr raus. Ich speichere jetzt alles auf Quick Save. Das heißt, wenn ich jetzt zu Raven komme, dann. Dann muss ich das packen, Freunde. So geht eh nur die auf. Das ist Radimus? Warte mal. Eine Ewigkeit lang war mein Geist gefangen. Nun bin ich endlich frei. Das Schwert hat einen neuen Träger. Die letzte Kammer wurde geöffnet. Aber die Pforte sieht ziemlich verschlossen aus. Dies hier ist nicht die Pforte zur letzten Kammer. Diese Pforte führt dich in den Raum davor. Der Träger... hat sie hinter sich verschlossen. Wozu? Wie öffne ich die Pforte? Bewege einen der Hebel. Irgendeinen? All diese Hebel öffnen die Pforte. Ja, als ob.
Dein Vater hat die Falle erbaut. Woher willst du wissen, wie sie funktioniert? Ich werde mir selbst einen Weg suchen. Ich glaube dir nicht. Nicht alle Hebel lösen die Falle aus, richtig? Dein Vater hat die Falle erbaut. Sollen wir ihn so ein bisschen... Oh, Alter, die Zeit. Sollen wir ihn so ein bisschen provozieren? Dein Vater hat die Falle erbaut. Woher willst du wissen, wie sie funktioniert? Quaodra. Ich höre noch immer die Hammerschläge. Auf der anderen Seite des Tores. Seit so langer Zeit. Das Schwert ließ mich sehen. Seine Rache. Für mein Versagen. Das heißt, du hast gesehen, welcher Hebel der richtige ist? Ich habe es seit langem vergessen. Versuch dich zu erinnern. Denk nach. Versuch dich zu erinnern. Es ist so lange her. Why are you running? Okay, Freunde, ich glaube, er hat jetzt den richtigen... Ich glaube, egal welchen Hebel er gedrückt hätte, die Falle wäre ausgelöst. Wenn wir selber den Hebel gedrückt hätten, wären wir natürlich nicht durchgekommen. Aber er ist ja unsterblich und hat uns jetzt den Weg freigemacht. Aber im Prinzip wäre es egal gewesen, welchen Hebel er genommen hätte, glaube ich. Gut, ich speichere hier mal, Freunde, und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge... Boah, habt ihr das Knacken gehört? Holy shit. Wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge von Let's Play Gothic 2. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Und bis morgen zur nächsten Folge.